Magst du auch Wunderkerzen? Ich finde, sie haben eine besondere Magie. Und ich muss auch ganz schön aufpassen, wenn ich hier sitze. Ich mag den Pulli. Funken, die unberechenbar in die Dunkelheit springen. Oder in der Dunkelheit überspringen. So nennt Mascha Kaleko Wunderkerzenmomente. Mascha Kaleko ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit, Lyrikerin, die selbst im Exil gelebt hat und lange Zeit in Amerika leben musste, später dann in der Schweiz und sich nicht wohl gefühlt hat, nicht wirklich angekommen ist in diesem fremden Land, für sie fremden Land. Wunderkerzenmomente. Funken, die unberechenbar in der Dunkelheit überspringen. So, jetzt ist nur so was Schwarzes, Bildes, das auch noch bröselt, übrig geblieben. Oft kommen Menschen zu mir in meine Begleitung, in meine Beratung, interessieren sich für das, was ich in die Welt bringe, aufgrund eines Wunderkerzenmoments. Was meine ich damit? Ich meine damit einen Moment, wo sie gerade Unberechenbares erleben, wo ihnen was entgleitet. Ein Moment, wo sie merken, dass eine Sache, die sie lieben, in Gefahr ist oder dass sie sich selbst nicht mehr sicher fühlen. Was kann das sein? Letzte Woche habe ich ein Beispiel erlebt, da ging es darum, dass sich eine Schulleiterin nicht mehr sicher gefühlt hat, weil, wenn sie ins Teamzimmer gegangen ist, die Gespräche verstummt sind und sie merkte, dass mit ihr nicht mehr gesprochen wird und ihr Dinge zugetragen wurden, die hinter ihrem Rücken erzählt wurden. Ein Wunderkerzenmoment, ein Moment, wo Unberechenbares in der Dunkelheit überspringt. Kannst du das fühlen? Kannst du fühlen, wie sich das anfühlt, als würden dir die Felle wegschwimmen? Ja, ich kann es total gut nachvollziehen. Und auch, welche Ohnmacht dann in dem Moment da ist. Und wenn wir uns ohnmächtig fühlen, können wir nicht mehr kreativ denken und können wir auch keine Lösungen überlegen. Ein Wunderkerzenmoment. Ein weiterer Wunderkerzenmoment, den ich öfter erlebe, ist dieses Gefühl, nicht in die eigene Rolle zu passen, also in die Führungsrolle, dass sich die wie eine Jacke anfühlt, die zum einen zu groß ist und zum anderen, die man sich nie ausgesucht hätte im Laden. Eine Jacke, die ein Muster hat, das echt komische Farben hat und das einen Stoff hat, die Jacke, einen Stoff, der kratzt und der sich nicht angenehm anfühlt. Also im Laden hättest du sie im Leben nicht mal anprobiert. Und jetzt hast du diese Führungsjacke an, diese Rolle, und die fühlt sich irgendwie, oh, kratzig an und nicht zu dir passend. Ein Wunderkerzenmoment, ein Funke springt in der Dunkelheit über, und zwar unberechenbar. Was willst du denn mit dieser Jacke jetzt machen? Was fällt mir noch ein? Wenn es anfängt, schwer zu werden, du wachst morgens auf und der Wecker klingelt und ja, das Bett ist schon warm, das ist ja normal. Aber du merkst, dass du dich nicht wirklich motiviert bekommst. Und es wird schwer. Auch Dinge, die dir früher leichter gefallen sind als heute, fallen dir immer schwerer und du kriegst wenig Zugang zu deiner eigenen Motivation. Funken, die unberechenbar in der Dunkelheit überspringen. Wenn dich das anspricht, dann gebe ich dir gleich einen kleinen Impuls mit, wirklich dich hinzusetzen und mutvoll die Sache anzuschauen, von verschiedenen Seiten uns mal aufzuschreiben und aufzumalen. Vielleicht schreibst du mal dich in die Mitte mit deinen Bedürfnissen. Vielleicht schreibst du mal auf, was du wahrnimmst, wie es dir geht, wie du dich fühlst und versuch dich dann auch in die Schuhe der Menschen um dich rumzustellen. Und dann gibt es ein ganz kraftvolles Tool aus der gewaltfreien Kommunikation, dass du das Ganze mal beschreibst, als würde es ein Film sein. Also jetzt im zweiten Schritt lässt du alles weg, was deine Gefühle sind, was deine Wahrnehmung, was deine Zuschreibungen sind.
Und du schreibst mal nur auf, was man sehen kann, wenn es wie eine Leinwand wäre. Ja, also du gehst eisenhart in die Beobachtung, in die Beobachterrolle und schaust dir das an, als wäre das ein Film. Und dann kannst du im zweiten Schritt dir überlegen, was du brauchst und im dritten, was du dir wünschst. Oder im zweiten Schritt, was du fühlst und im dritten Schritt, was du dir wünschst, was du brauchst. Und ich möchte dir auch Mut machen, in diesem Video dich bei mir gerne zu melden. Ich habe viele, viele Angebote, die beginnen schon ganz klein. Wir treffen uns im Inner Circle samstags, immer am ersten Samstag im Monat. Da kannst du für, ich glaube, 80 Euro plus Umsatzsteuer 6 Monate dabei sein. Also immer samstags zu einer Co-Kreation unter Schulleiterinnen, Vorständen, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Ich habe ein Angebot von einem Kompakttag. Das ist das nächstgrößte, der nächste, ein Kompakttag-Führung. Der nächste ist im Januar, da kannst du meine Arbeit kennenlernen. Dann gibt es die Ausbildung. Und die Ausbildung, die ist ganz kraftvoll, die geht 12 Wochen. Ja, und da geht es wirklich darum, die 7 Führungsräume zu durchschreiten und deine Wunderkerzenmomente, ja, so zu durchleben, dass du sie in Zukunft tatsächlich sehr gut betrachten kannst, weil du in der Ausbildung nochmal ganz viele Tools zum Thema Führung lernst und auch lernst, dich selbst kennen, dich selbst besser kennen und damit auch dich selbst besser zu reflektieren in deiner Führungsrolle. Und ich höre immer wieder von den Menschen, die die Ausbildung gerade machen, wie viel sie mitnehmen für ihr Leben auch in der Partnerschaft, wie viel sie mitnehmen für ihr insgesamtes Leben. Natürlich liegt der Fokus auf dem Beruflichen, aber es ist so, dass es natürlich dein ganzes Leben verändert, verbessert, dass du Tools an die Hand bekommst, wie du dich selbst besser steuerst, wie du besser kommunizierst. Und das lässt du natürlich nicht an der Türe des Berufs stehen, sondern die Kommunikationsfähigkeit nimmst du mit in deine Partnerschaft, zu deinen Kindern. Und diese 12 Wochen sind ganz intensiv. Und das letzte Angebot, das ich dir vorstellen möchte, ist 1:1 Coaching bei mir. Das machen wir 14-tägig, in der Regel 1,5 Stunden, wo es wirklich um deine Themen nochmal geht. Und ja, 1:1 Coaching gibt es in der Ausbildung übrigens auch. Da gehören 3 dazu. Und melde dich gerne, wenn dich das interessiert. Und ja, vielleicht möchtest du noch wissen, was das für eine Musik im Hintergrund ist. Ich habe so Be Natural Beats angemacht zum Thema Fokus, weil mir das hilft, mich gut zu fokussieren auf meine Worte, ganz unbewusst im Hintergrund. Und wenn du dich in deinem, ja, in deiner Büroarbeit oder wenn du was kreierst oder auch wenn du nur E-Mail beantwortest, besser konzentrieren können möchtest, dann lege ich dir Be Natural Beats ans Herz. Probier es mal aus. Ich brauchte ein bisschen, um mich dran zu gewöhnen, aber mittlerweile liebe ich es total und ja, möchte mit meinem Satz hier enden: Wie wundervoll bist du denn bitte? Und möchte dich daran erinnern, dass du eine verantwortungsvolle, wunderbar die Welt verändernde Aufgabe hast und dass du die so machen darfst. Ich möchte dir ganz bewusst die Erlaubnis geben, du darfst sie so machen, dass sie dich erfüllt. Ich gebe dir zum Abschluss noch eine Regel mit, und zwar die 60-40-Regel. 60% geben, 40% nehmen. Das ist ein Gleichgewicht. Wir müssen nicht 100% geben und immer nur im Geben sein. Und dann ab und zu, wenn wir die Zunge am Boden haben, dürfen wir uns mal darauf konzentrieren, dass wir einen Wellness-Tag brauchen. Ja, das wäre jetzt so ein extrem Ungleichgewicht. Im Gleichgewicht zu sein bedeutet, dass du dir auch klar machst, dass das Geben ein Nehmen auch sein kann für dich, aber das auch ein Gleichgewicht braucht. Also, dass du andere Menschen unterstützt. Dass du dir auch selbst Unterstützung holst in der anderen
auf der anderen Seite und dir das erlaubst, dir Unterstützung zu holen, dass du zum einen deine Arbeitszeit natürlich, wenn du Angestellte, leitende Angestellte bist, verkaufst, ja, aber auf der anderen Seite auch ein Geld kriegst, jeden Monat sicher und eine Sicherheit und eine Altersvorsorge und das auch was ist, was du nimmst. Und dass du aber auch deine Zeit gibst und Wachstum nimmst, also dass du dich entwickelst in deinem Tun. Und bitte mach das dir auch bewusst, dass das völlig nicht nur in Ordnung ist, sondern nötig ist. Es ist kein nice to have, dass du dich weiterentwickelst, sondern es gehört mit dazu und ist wirklich, wirklich wichtig, um dich langfristig motiviert und gesund zu halten. Auf jeden Fall, wenn du hier bis jetzt dieses Video anschaust, weil du dann ähnliche Werte hast wie ich. Davon bin ich überzeugt. Und einer meiner wichtigsten Werte ist Entwicklung und Wachstum. Wir sind lebenslange Lerner und Lernerinnen. Wir sind auch noch Experten und Expertinnen im Lernen und damit auch Vorbild für die nachwachsende Generation, für die Kinder und Jugendlichen, die wir begleiten. Und wir sollten ganz genau hingucken, wie wir selbst gut lernen und uns immer wieder ganz bewusst nicht nur in die Lernenden-Rolle zu geben, sondern auch in die Lernende-Rolle zu geben. Und das ist in der Ausbildung immer ganz spannend zu sehen, wie das auch so, ja, sich wechselt und verändert, weil in der Ausbildung bist du natürlich Lernende. Du bekommst ganz viele Tools in der Ausbildung zur souveränen Führungsperson. Du lernst ganz viel, was du noch nicht weißt und kennst. Auf der anderen Seite bauen wir aber ein Co-Kreationsnetz in der Gruppe und unterstützen uns gegenseitig. Und da bist du wieder beides. Du bist auf der einen Seite Lernende und auf der anderen Seite auch wieder Lehrende und unterstützt die anderen. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, um nochmal diese 60-40-Regel zu verdeutlichen. Ja, es geht ja nicht darum, 100% zu nehmen oder 100% zu geben, sondern da in ein gutes Maß zu kommen. Und dabei begleite ich dich. Das macht Spaß und ich freue mich drauf. Und unten findest du den Link, wo du mich kontaktieren kannst. Und ich freue mich. Deine Sandra. Und jetzt hab einen wunderschönen Tag und mach was, was diese 60-40-Regel ernst nimmt, wo du im guten Ausgleich zwischen Nehmen und Geben bist. Das wünsche ich dir heute. Deine Sandra. Und denk an die Wunderkerzenmomente.